Wir zeigen dir in diesem Video, wie die DNA einer Ananas aussieht. Das Geilste ist, du kannst es sogar ganz einfach zu Hause selbst machen. Erstmal richtig gefehlt am Anfang, aber ihr braucht Wasser, Spülmittel und Salz. Das Ganze mischt ihr zusammen und dann kümmern wir uns um die Ananas. Dann nimmt ihr ein bisschen Fruchtfleisch raus und zerdrückt den einfach mal so richtig in der Tüte. Da könnt ihr dann die Flüssigkeit wieder hinzugeben und das bricht dann die Zellen auf. Das dauert ein paar Minuten, währenddessen könnt ihr den Kaffeefilter vorbereiten, das Ganze filtern und umfüllen. Und dann kommt schon der letzte Schritt und zwar Isopropanol. Das ist auch Waschalkohol, findet ihr in jedem Supermarkt. Das einfach oben drauf geben, kurz warten. Ihr könnt auch bei der Wissenschaftlerin vorbeischauen, um zu sehen, wie die DNA einer Traube aussieht. Und das ist das Ergebnis. Das ist einfach pure DNA. Ist das nicht krass, wie einfach man an die DNA rankommt? Was würdet ihr damit machen? Schreibt es in die Kommentare und folgt mir für mehr.